So, liebe Leute, damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Stream an diesem Dienstagabend. Nicht mit Railroads Onen, sondern mit Train Team World 2. Ich dachte mal, ein bisschen Abwechslung tut gar nicht so schlecht. Und ich dachte, wir schauen uns mal die neue Brighton Mainline an, bis London Commuter, bis es auch bewerben. Kam am 7. Oktober raus, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Und Brighton Mainline bin ich im TS 2021 bis jetzt 2022. x-tausend Mal gefahren und mich interessiert es, wie sie es in Train Sim World 2 umgesetzt haben. Und Tutorial habe ich schon gemacht und ich habe mich entschieden für umgeleitet. Da heißt es, sie fahren südlich mit einer 387 und müssen ein Ausweichgleis unterwegs nach Brighton nehmen. Warum ich das genommen habe? Wir fahren da die ganze Strecke ab. Bei den anderen sind es nur Teilabschnitte. Und ich möchte gern alles sehen. Class 387 bin ich auch schon öfter gefahren. Ist jetzt nicht so mein absoluter Favorit. Aber wenn wir fahren in der Gatwick Express Lackierung, der Originale wäre mir noch viel lieber gewesen. Aber den haben wir leider noch nicht in TSW 2. Ja, ich würde sagen, wir starten gerade mal direkt rein. Und ich werde währenddessen mal kurz die Musik ausmachen, weil da will ich jetzt mal den Zug hören, um zu schauen, wie sie das gemacht haben. Schönes Foto da. Wo ist denn das? West Somerset Railway. Auch eine schöne Strecke. Aber da ist halt nichts mit Schnellfahren, ne? So, da sind wir schon drin. Die Regelstrecke ist kurz nach Burgess Hill blockiert, sodass wir auf der letzten Etappe nach Brighton ins Gegengleis fahren müssen. Okay, wir machen schon mal die Tür auf. Achso, dann müssen wir zuerst den Generalschlüssel rein. Lass du mich doch nicht. Jetzt. Gut. Zug aufrüsten. Wir gehen auf Tagfahrt. Das ist okay. Was ich jetzt noch mache, ist ABS mit einschalten. Das ist per Standard isoliert. Und da tut sich ja schon melden. GameStar anmachen, das wäre nur hitverdächtig. So, jetzt sollte man auch das Spiel hören. Komisch, dass ich nicht gemacht habe. Eigentlich habe ich dafür ein Makro. Er hat jetzt nur gesagt, ABS ist betriebsbereit. Hier kann man leider nichts bedienen, da hinten. Die Isolatoren sind eben da auf der anderen Seite und sollen auch gleich mal dann losfahren. Der Monitor funktioniert, schaut auch richtig aus. Die bleiben schwarz. Auch nicht funktionsfähig. Ansonsten, TPWS, glaube ich, ist auch nicht umgesetzt. Zumindest drin. Müssen wir mal schauen. TPWS, haben wir dann Isolierung für das? Wachsamkeit? Nö, DSD mache ich sowieso nicht an. Ne, ist nur ABS. Ah. Werde also an. Okay. Hier könnte man auch noch die Türen freigeben. Mal das Fenster auf hier. Und schauen wir nach draußen. Eben, das ist die Gatwick X. Oh, die Kamera. Das ist nicht so geil hier drin. Gatwick Express Lackierung. All our trains and stations are no smoking areas. Please do not smoke until you have left the station premises. This includes e-cigarettes. Mit random Ansagen. Okay, cool. Rein vom Fahrmaterial werden wir heute nicht sehr viel sehen. Bis auf die Class 387. Aber das sowas ist ja nichts Neues in Train Sim World. Das ist mit der Abwechslung ein bisschen hapert. So, schön verriegeln. Machen wir den Button hier. Und wir haben ein gelbes Signal. Schön freigegeben. Ich fahre mit dem Raydriver. Zumindest versuche ich es. Oh, was?
das Spiel jetzt gerade in dem Moment aufgehängt. Nein. Ah doch, jetzt sind wir da. Keine Ahnung, was das jetzt gewesen ist. Wunderbar. So ein bisschen leise, ne? Also so ganz leise hört man den Motor. Bin nicht sicher, ob das in echt ist, wie viel man da Widerstand hört. Und da schauen wir gerade schon mal nach draußen. Ja, okay, das erkenne ich wieder. Sieht nicht schlecht aus. Ich würde jetzt keine Vergleichsfotos von dem, wie es in echt aussieht, aber ich gehe mal davon aus, dass das halbwegs stimmt. Ja, und der Service wird eigentlich bis Gatwick durchfahren. Mal sehen, wie gut es laufen wird. Ah, da draußen haben wir den Motor viel besser. Los ABS. Ah ja, sie pfeifen schon nach oben. Da haben wir hier eine Steigung und dann teilt sich die Strecke da oben gleich. Müsste dann in der Mitte noch ein Halt sein. Soll das so blau sein? Ich verstehe auch nicht, warum sie da standardmäßig ABS immer ausschalten und alle anderen Zugsicherungssysteme. Die PPS können wir mal testen, ob es greift. Wenn ich so schnell fahre. Oh, sogar mit Leinunterbrechung, habt ihr es gesehen? Ich glaube, die PPS müsste sich langsam mal melden. Eingeschalten habe ich es ja. Bin mal 5 zu schnell. Nee. Reagiert nicht. Also eventuell kann man es anmachen, aber ich wüsste jetzt gerade nicht wo, bis auf den Einschalter. Das ist einmal regional. Ah, oh, typisch TSW2 mit diesen spontan ruckeln. Einmal ABS. Doppelgelb. Gut, ich meine, sie haben es ja angekündigt, da also knapp 70 Minuten. Und die Strecke ist echt nicht lang. Ja, vermutlich des Öfteren stehen bleiben. Schöne Parallelfahrt. Gemacht. Ist schon unser Signal da, ja. Ja, aber das ist doch gelb. Einfach gelb. Sehr schön. Kollisionsabfrage bei der Kamera müssen Sie echt mal rausnehmen. Da haben wir unser Signal. Ich finde es ganz angenehm, dass das ABS jetzt nicht so schrill ist. Also zumindest hier in dem Zug nicht. Ich habe das viel lauter in Erinnerung aus dem TS21. So, Slam.
Ich glaube, ich mache die Musik doch wieder an. Jetzt habe ich es mal gehört. Ich hoffe, sie ist hier nicht zu laut. Eigentlich mehr Begleitung drin haben. Wieso dürfen die alle fahren? Ich meine, wir sind da. Naja, okay, dürfen es nicht. Lass mich nicht vergessen, dass ich auch mal in den Innenraum reinschaue. Aber für das, dass das jetzt 4K ist, zumindest bei mir, bei euch ist es Full HD, hätte ich mal jetzt grafisch ein bisschen mehr erwartet. Oder da einfaches Gelb. Und inzwischen Doppelgelb jetzt. Wollen wir nicht ausfahren. Der Kollege von vorhin. Der Doppelgelb, das heißt, bleiben wir erstmal bei der Geschwindigkeit. Ich und Zugsicherungssysteme, wenn ich mit der Außenkamera bin. Und so viele Fails damit gehabt. Und grün. Gut, dann nehmen wir mal Gummi. Stufe 4 bei dem Kombihebel ist übrigens die Notbremse. Die geht aber auch sofort wieder raus, wenn man da Gas gibt. Finde ich noch interessant. Jetzt müsst ihr gleich für 70 kommen. Da ist sie auch. 70 Meilen pro Stunde. Eine Warnung kriegt. Ach so. In der Geschwindigkeit. Ja? Ah, wieder doppelgelb. Aber so wie das jetzt gerade reagiert, ist glaube ich ein Zug vor uns. Wenn so eine Welle kommt. Runter mit Eisen. Wir sind ja hier auf dem Expressgleis. Bitte grün. Ja, ist ein Zug. Ziemlich sicher. Bin mal gespannt, wo sie die 70 Minuten generieren. Der Tür erschließt sich mir noch nicht so ganz. Ich meine, abgesehen vom Fahrerpersonal kommt da eh keiner durchgehen. Also wenn jemand von euch. Ja, warte mal, ist ja keine Tür, oder? Ah, ist Gott. Hä? Doch. Könnte sie ja. Guck, da ist die Tür. Oh, steht.
heißt. Warum kann ich die so nicht einklappen, wenn ich hier drin sitze? Was soll ich die gar nicht einklappen können? Da wird das nur eingeklappt, wenn hier keiner sitzt. Wenn es Sinn macht, aber dann hast du das ganze Zeugs da in der Schnauze drin. Lassen jetzt eigentlich nur mal rollen. Ist aber schlecht optimiert. Mikroruckler. Ansonsten haben wir hier noch irgendwas Spannendes. Eigentlich nicht. Auxiliary Stromsystem, Oberleitung, Reserve Rail, Klimaanlage. Kann man nichts machen. Da ist doch die Richtung. Ach, das ist hier, okay. Wieder doppelt, ne, jetzt wieder grün. Bremsen halten haben wir da, ankuppeln, Türsysteme, Führerstandsbeleuchtung. Naja, Pfeife. Also Pfeife. DRA, Sending, Traction Folder Knowledge, TPBS. An einen da zurückkommen, ABS, Armlichter. Tatsache. Okay. Scheibenwischer, Makrofon, entkuppeln, Notbremse. Ja, der Rest hier funktioniert nicht. Wischer mal aus, signaltechnisch. Wir müssen uns auf die andere Seite gucken. Wir sind zu schnell. Und Pflaster hingucken. Grün. Eben, das sind die ganzen Isolatoren. Nochmal Notbremse, Türstörung, TPBS, was ich jetzt nicht richtig gekriegt habe. Was auch immer hier reingehört. Sicherungen, die nicht bedienbar sind. Ich dachte eben da, ABS, TPBS macht man hier an. Das war's. Sicherheitspedal, Widerstandsbeleuchtung. Türen können wir auf und zu machen. Auf beiden Seiten. Sonst nicht wirklich spannend. Doppelgelb. Aber immerhin ist ein bisschen was los hier auf der Strecke. Okay, das erste Mal, dass wir hier halten müssen. Oder auch nicht. Abgesehen von einem anderen Gatwick Express sollten wir eigentlich Priority haben. Ich meine, kriegen wir jetzt auch da. Wir holen mal den Dude. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen müde. Es war ein anstrengender Tag heute. Viel passiert. Aber bei euch ist alles gut und genießt die Eisenbahn mit mir.
Ja, irgendwann einmal. Was da meint echt mit. Entweder noch das Jahr oder nächstes. Da aber dann definitiv. Das muss sein. Wenn ich schon die ganze Zeit in England unterwegs bin, in TS 2021, da muss ich jetzt endlich auch mal in echt hin und mir das mal angucken. Ich glaube, AWS wird mein bester Freund bleiben hier. Zumindest in dem Szenario. Sag mal, wir bleiben bei der langsamen Beschleunigung. Ich will eigentlich nicht auf ein Rotsignal auffahren. Es schaltet gerade grün, wenn wir hinkommen. Ich glaube eigentlich, dass die Radiuszone umstellen sollen. Das Teil funktioniert nicht. Und wieder doppelgelb. Und schalte wieder um. Auf perfekten Abstand. Gut, dass es nicht nach dem PCB-System geht. Da hätte man ja jedes Mal abbremsen müssen. Also solltest du hier eigentlich auch so langsam. Eine Vorwarnung. Okay, wir gehen einmal runter. Mit den Umleitungen bei der Rückfahrt. Bei Gatwick sind wir dann eigentlich gleich mal da, so ungefähr 10 Minuten. Für alles. Aber die Strecke an sich gefällt mir. Wenn sie da noch ein bisschen anderes Holzmaterial reinbringen, oder auch den Classic Gatwick Express, oh, das wäre noch ganz geil auf der Strecke. Das war eine Class Active 3 mit MK2s schon und Steuerwagen. Habt ihr denn in Trains in World 2 eine Lieblingsstrecke, die ihr am liebsten fährt, wenn überhaupt? Also, so ganz anfreunden kann ich mich nach wie vor nicht mit dem TSW 2. Er sieht schön aus, er bietet mir halt immer noch nicht das, was der TS 2022 hat. Hat von der Abwechslung, von den Szenarien etc. Ich meine, das mit den Szenarien ist ja ein Witz mit dem Editor. Vor allem, wie du die dann auch überträgst. Du musst es echt was überlegen. Was sie machen, ist halt ähnlich wie mit einem Workshop. So wie sie es beim alten Vorgänger gemacht haben.
Wäre so viel besser. Ich kann mich auch nichts. Ja, doch. Wieder gelb. Ah, grün. Okay, das ist für die Zugansage. Können wir ein paar mehr halten. Gut, wir meinen Gatwick sind, sagen wir hier mal in Film Location. Aber er hat gar keinen Ruf. Mal schauen, was er da macht. Vielleicht haben wir dann Ansagen. Wir schaffen es pünktlich. Nur weniger als 8 Meilen. Das könnte eng werden. Den Controller gibt es bei Alan Thompson als Replikant. Ah, ich muss schon schwer mal überlegen, ob jemand den nicht holt. Vorher wäre nicht. Ich glaube, das ist unter 200 Euro. DS Controllers. Der hat ja auch den HSD Controller gemacht, aber er macht es aber keine mehr. Oh, das regt mich auf. Der hätte ihn so gern gehabt. Auch wenn er teuer gewesen wäre, gerade bei den 1000 Stutz. Ein HSD Cap Controller. Das gebraucht zu kriegen, das suche ich erst gar nicht. Das, wenn die Leute erstmal nicht weggeben und wenn dann zu viel überhöhten Preisen. Ja, und wer mag, kann sich das mal auf YouTube angucken. Einfach mit das dann in 4K zu sehen. Komisch. Eine ABS war nur für die 80. Nicht kritisch genug. Gespannt, wie sie Gatwick modelliert haben. Und wir haben wieder doppelgelb. Und auch nicht mehr. Frag mich, ob er uns ganz nach rechts hinleitet. Wobei aus der Richtung eigentlich gedacht habe, das Gleis ganz rechts wird eher dann für die Fahrzeuge genutzt, die aus dem Depot kommen. Hat es aber schon in Szenarien, dass wir da hingeleitet worden sind. Die Minuten noch, dass wir da sein müssen.
So, einmal ausrollen. Ich mach gleich mal da. Bin mal gespannt, wie das mit der Bremse ist. Wie gesagt, im TSB 2 ist es jetzt das zweite Mal, dass ich mit dem Zug fahre. Das erste Mal beim Training. Ist immer nach dem gleichen Schiebenaufbau. Und es ärgert mich bei TSB 2, dass wenn ich eine Strecke auswähle, dann kann ich nicht erstmal ein Streckenmenü laden, weil gerade einfach direkt das nächste Szenario startet. So, da wären wir auch in Gatwick. Und sind auch in der Zeit. Jetzt vermutlich wieder Retour. Ja, ich weiß. So. Öffnen. Wunderbar. Ich glaube, da geht es jetzt erstmal nicht mehr weiter. So, da bin ich wieder. Jetzt ist mir gerade ein bisschen schwindelig geworden. Habe ich mal ein bisschen Wasser ins Gesicht spritzen müssen. Das war jetzt ein bisschen schräg. So, wir sind Gatwick. Confirm Location. Ah, na, das ist die Destination. Oder jetzt? Nee, da müssen wir wieder Brighton auswählen. Hä? Dann ist es aber hier falsch. Confirm Location und Zielort bestätigen. Oh, und die Ansage. Die Anzeige ist auch richtig. Da wird wieder was gesagt. Jetzt haben wir es leider nicht komplett gehört. Schade. Und der Flieger? Jetzt kommt das mit den ganzen Umleitungen. Gehe ich mal davon aus. Dann müssen wir in die andere Richtung. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Nö, schon da lang. Neun, schließen. Sehr gut. Und Abfahrt. Wird's auch ganz cool, dass es nahtlos mit dem Raildriver funktioniert. Der nächste Flieger. Funktioniert ohne, dass ich da großartig was umkonfigurieren musste. Das haben sie gut umgesetzt. Ja, doch. Schönes Motorengeräusch. Bin mal gespannt, was sie mit uns anstellen werden. Also streckentechnisch.
teilweise Zeit ist, weil sie den Regio die ganze Zeit hinterherfahren. Jo, nicht so spannend, was man hier so machen kann. Exit verlassen. Okay, da sind wir jetzt wieder bei der Ansicht. Jo, dann einmal Gummi. Bis nach Brighton. Geschlossen ist wirklich ruhig. Schaut, dass das nicht simuliert ist. Also die Ressourcen hätten sie ja und sie haben es ja schon mal programmiert. Schaut, dass sie das nicht mit reinbracht haben. Was das Szenario hat. So. Es läuft. Das mit der Tür zu würde ich mir nochmal anschauen, wie das dann ist, wenn die zu ist. Ich hoffe, ich kann das von hier drin machen. Weil ich vermutlich einfach nur aufstehen müssen. Oder mein Fahrdienstschalter? Was war das jetzt? Gut, alles okay. Fahrdienstleiter kontaktiert. Ah, okay. Also das Teil ist weitestgehend simuliert, um zu gucken, ob ich über Signal fahren darf. Alles klar. Gut, aber mal runter vom Gas. Mal so mal ausholen lassen. Das ist so cool, wenn ich auch war. Oh Mann, was für eine Ansicht. Hört man die Bremsen? Ganz leicht. So, gehen wir da rein. Sonst gibt es so wieder eine Katastrophe auf der Fahrt. Hayward's Heath. 16:55. 5 Minuten ungefähr. Ja, kommt hin. Je nachdem, was wir für die Strecke kriegen mit Signalen. Ah, diese Signale kannst du jetzt kaum unterscheiden aus der Ferne, ne? Oder Double Yellow. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen bei der Geschwindigkeit bleiben und der Zug da vor uns dann Gas gibt auf 90, sollten wir eigentlich wieder einen guten Puffer haben. Ohne dass wir abrupt runter müssen. Also echt teilweise die Gleisbette schon schlimm aus. Was urban Zugmüll bis zum geht nicht mehr. Auch bei Strecken, die durch die Städte durchgehen. Manchester,
wäre so ein Ding. Da frage ich mich echt, warum machen die das nicht sauber? Ich meine, bei uns, da schauen sie schon, dass die Gleisbetten halbwegs sauber sind, also dass da nicht irgendwie gefühlt 5 Tonnen Unrat drin liegt. Ich meine, klar, bei den Bahnsteigen hast du dann die Zigaretten, die überall rauswachsen und halt ein bisschen Abfall, aber halt nicht so schlimm wie das, was ich in England gesehen habe auf Fotos. Da waren die schönsten Abschnitte noch auf den Preserved Railway Zeugs. Da ist alles picobello. Aber gut, da sind sie auch dahinter, dass alles super aussieht. Irgendwann einmal will ich mal mit dem Harry Potter Zug fahren. Das wäre es auch rein schon von der Landschaft her, wo er fährt. Das ist so eine schöne Strecke. Also wenn es nach England geht, dann nehme ich natürlich Kamera und alles mit und mache entsprechende Aufnahmen für euch. Was ist das Zittern? Okay, die hinteren Sachen haben sie auch nett detailliert. Innen halt. Ist die eine Farbe? Naja, das ist was anderes da. Meile noch. Sind eigentlich wieder gut in der Zeit, nicht zu spät. Jetzt wird es dann links aber der Fair Trail. Schon mal bremsen hier. Und einfach gelb. Das heißt, wir haben dann rot beim Bahnsteig. Bin mir sicher. Oder vielleicht stärker bremsen jetzt. Jetzt rein. Tut mir leid, liebe Fahrgäste. Der Express ist schnell. Jetzt mit zwei reinrollen kann. Okay, wir fahren hier wirklich den Regio hinterher. Okay, kein perfekter Stopp. So, wenn wir das machen, probiere ich jetzt mal das. Okay, ja, der geht wirklich da voll rein. Könnte ich nur die Tür aufmachen? Oh, ich kann... Oh, Tatsache. Okay. Ich zumachen, während es offen ist. Der lässt mich jetzt aber nicht so fahren, oder? Ah, 56, 30, okay. 1,5 Minuten. Okay, na, das muss ich wieder richtig machen. Das sieht ja scheiße aus. Aber trotzdem. Ich meine, die Tür ist da in der Regel halt zu, ne? Schlau. Dann ist er doch öffentlich offen. Wenn sie es dann so machen. Wenn sie da gekuppelt sind. Okay, dann sind die Sachen natürlich gesperrt mit dem Schlüssel. Die werden nicht funktionieren. Gehe ich mal davon aus. Okay, gut, hier kommst du eh nicht raus. Aber hier könnte dann einer sitzen.
Ich glaube, das würde ich tatsächlich machen, würde ich damit fahren, würde ich mich da hier hinsetzen. Und dann geht's dann hier weiter. Machen wir jetzt mal wieder zu. Hier machen wir wieder auf. Hinsetzen, danke. Schlau, schlau. Nein. Ach, geh weg da. Schickt uns nur die Fahrt auf den Park ins Gegengleis. Wir werden jetzt auf das andere Gleis wechseln. Okay. Mach mal einen auf Geisterfahrer. Okay. Wird das nächste Mal wieder länger stehen bleiben. Dann gehen wir mal hinten und schauen wir mal an, wie das gekoppelt ist. Das würde ich sehen. Ja, cool. Wieder was gelernt. Doppelgelb. Generell ein guter Sitz da drin. Wird sie vermutlich ungestört, außer von den Leuten, die da durchlaufen. Kannst ein bisschen einreden, dass sie quasi im Führerstand sitzt. Aber wahnsinnig viel wird es nicht sehen, weil dann hier gerade der andere Zug ist. Okay, ich würde sagen, wir fahren mal mit 80. Daumen mal B. Bin mal gespannt, wie er den 30er ankündigt. Oh, einfach gelb. Bremsen. Meilen gefahren, okay. Ja, die ersten 10 Meilen ungefähr waren im Tutorial und der Rest jetzt hier im Stream. Zum ersten Mal. Wirklich zum ersten Mal, dass ich da weggehe, da so abfahre. Das ist jetzt die Notbremse. Da hört der Ton einfach auf. Okay. Dann das Spezielle bei der ist, eben, Notbremse ausgelöst, geht voll rein und geht aber sofort wieder retour. Also du musst nicht erstmal hier alles wieder zurücksetzen, bevor du wieder weiterfahren kannst. Du musst andere machen. Die Nummer. Ist einfach nur 211 und hinten 222. Ja, das stimmt. So, gib Gummi.
Richtung auf einmal ist gerade wieder auf Rot zu. Ich sehe es aber noch nicht. Wieder am Ende des Bahnsteigs. Jo. Das muss mich zu viel bremsen. Da zeigt er richtigerweise nichts an. Ich glaube, ich werde dann mal den Erkundenmodus machen und mal schauen, inwiefern sich die Anzeigen dann anpassen. Also gerade im Fahrplanmodus. Ich habe von einem anderen YouTuber schon gesehen, dass es da teilweise eingebaute Verspätungen gibt. Also auch im Fahrplanmodus. Was cool ist, macht es ein bisschen realistischer, wenn ein anderer Zug Probleme hat, etc. Und für die 30er-Ankündigung müsste dann oben die Linie auf rechts gehen und da haben wir auch 30er für rechts. Jetzt vermute ich einfach nur auf den gewartet, dass er vorbeikommt. Der andere Express. Das heißt, es müsste ich mal umschalten. Ja, tut's. Freifahrt. Vorerst. Oh, das sagt 20. Nicht erst 30. Ja, oder habe ich jetzt gerade einen Hirnfurz? Tja, schaut, dass wir das Kamerabild nicht haben. Da wird man auch sehen, wo wir drüber sind. Frag mich, wie er da jetzt nach den Line Speed geht, wenn er das gerade verkehrt fährt. Schilder, glaube ich, sind in Richtung markiert. Oder liest du dann quasi das Line Speed von links und es klickt dann auf hier rechts? War eine gute Frage. Also auch später für YouTube, wenn jemand die Antwort drauf hat, gerne kommentieren. Bin immer gespannt, wie lang die Sektion geht. Hessachs müssen wir anhalten. Ich weiß nicht, ob es auf dem falschen Bahnsteig ist oder ob man da wieder nach links rüberkommt. Die Augen zu, jetzt bin ich doch müde, als ich gedacht hätte. Braun. Das ist perfekt. Ja, weit ist nicht mehr. Oh, scheiße, das ist ja schon da.
Oh, da muss ich jetzt. Oh, ich glaube, da schieße ich drüber. Ah, oh, da habe ich jetzt gerade die Entfernung unterschätzt. Und vielleicht hat die Müdigkeit ein bisschen mitgespielt. Oi, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ladies and Gentlemen, aufgrund eines Fahrfehlers kann im ersten Wagen nicht ausgestiegen werden. Hauptsache er macht die Tür an. Ich hätte jetzt gedacht, die hätten eine Erkennung, ob sie neben einem Bahnsteig sind oder nicht. Weil die bleiben teilweise am Bahnsteigen stehen, die kürzer sind als der ganze Zug. Hast du hier drin Car Selection? Ja, links, rechts und das sind wir tutti completi. Oder könntest du es hier deaktivieren? Schaut A und H. Ist die Türen hier drin? Ja, sind's. A ist dann rechts. Na, egal. Und die Sekunden noch und dann heißt es wieder abfahren. Ja, wenn wir in Brighton sind, dann glaube ich, ist Schluss, weil, puh, die Schwierigkeit ist jetzt gerade echt heftig. Schräg. Warte mal, zu wenig getrunken. Wir werden jetzt aber nicht bis Spike die ganze Zeit auf dem falschen Gleis fahren. Was haben wir da? Abstellgleis! Bis jetzt habe ich da links noch keine Beschädigung gesehen. Gehen wir bewusst vor, um das anzugucken. Da ist ein Zug liegen geblieben. Einfach Kombi. Da dürften wir jetzt einfach so vorbeirauschen. Okay. Ich dachte, das wäre so ein Fall für ein TSA. Gott zur Sicherheit. Das wäre auch noch was für TS 2021, dass sie da die Tunnel-Sounds mal fixen. Und teilweise klingt das so falsch mit so einem schrägen Echo, wenn du im 21er eben die Tunnels durchfährst. Es ist einfach nicht schön. Und das ist kein neues Problem. Das gibt schon ewig. Zug zum Zug.
Also rein die Strecke an sich, rein witztechnisch, ist absolut okay. Wenn sie jetzt Bike nicht verkacken, dann gibt es eine Kaufempfehlung von mir. Oder ihr habt es ja sowieso schon mit dem Season-Ticket. Der 40er, da kommen wir vermutlich wieder auf die richtige Seite. Und wieder gelb, aber ohne Warning. Der falschen Seiten. Ja, ich glaube vorbereiten geht's noch nichts. Auf der Seite. So, einfach gelb. Nicht? Das, wenn ihr die Augen manchmal zumacht, dann habt ihr wie so ein Wort wirklich einen Sekundenschlaf. Geht nur so ein, zwei Sekunden. Aber da bist du dann wieder voll weg. Und würdet ihr das dann länger aushalten, das schlafen. Das ist jetzt gerade vorhin. Ich sollte echt dann mal ins Bett gehen. Obwohl es nicht so spät ist. Und ich habe jetzt nichts Spezielles gemacht heute. Ah, vermutlich das Wetter. Wieder bewölkt und als vorher gerade zum Regnen angefangen. Nicht Fisch und nicht Fleisch, wenn man bei uns sagen wird. So. 40er kommt. Mit Gelb. Ah ja, da ist es ja schon. Da ist der 40er, wird wo angekündigt? Da. Wir nach links fahren. So, müssen wir eigentlich schon in Brighton sein, müssen es in der Stadt, kommt gleich der Bahnhof, kommt jetzt noch eine schöne Rechtskurve, wenn ich es jetzt im Kopf habe. Wenn sie nicht vorher noch mal anhalten lassen. Das große Depot. Links geht noch eine Strecke weiter. Ich glaube, die ist in TSW 2 auch drin. War ziemlich sicher sogar. Da nicht ein Combined gemacht haben. Oh ja, und das Bike. Oh, das wird zu schnell. Wenn er die Brechung in dort die Stille einfügt. Aber so reine Theorie. Der Strom dürfte eigentlich nie ausgehen. Rein auf die ganze Länge vom Zug ist, aber dann hat er mehrere Schuhabnehmer. Also Schuhabnehmer. Für unten. So, um 17 sollten wir eigentlich da sein. Wir sind eine Minute zu früh. Oh mein Gott, ohne Durchsagen.
Wunderbar. Sehr schön aus. So. Ja, war interessant. Jetzt schauen wir uns mal hier noch das Innenleben an. Ja, doch, das kann sich sehen lassen. Okay, und jetzt will ich nochmal das angucken, wie das aussieht, wenn die zwei gekuppelt sind. Okay, doch, jetzt ist verdeckt. Aha. Ich glaube, das ist gerade so. Ah, und die andere Seite ist auch dicht. Okay. Gut, dann halt nichts mit reinsetzen da. Ja, liebe Leute, das war's mit Stream. Kurz und knackig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns demnächst.